Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Behind the Wines. Mein Name ist Thomas und ich nehme euch heute direkt mal mit in unseren Weinkeller. Der Jahrgang 2020 wird bald abgefüllt, doch bevor das passiert, wird erst einmal filtriert. Warum wir das Ganze machen und wie das so ausschaut, zeigen wir euch gleich zusammen mit meinem Kollegen Max. Max ist hier die rechte Hand von unserem Kellermeister Carsten Peter. Und was der hier unten so treibt, das zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit. Hallo Thomas, hey, schon den ganzen Morgen fleißig, wie man sieht, oder? Immer. Sicher. Okay. Was machen wir da heute? Ich bin am Filtrieren von unserem Just Liebling. Okay, den Gutsweinansel, ja? Genau. Mhm. Ich zeige dir mal kurz, wie der Wein aktuell noch aussieht. Ja. Der liegt aktuell noch ungefiltert. Okay, also mit den Trübstoffen noch drin, oder? Sag mal, was der ist, der Trüb. Voll mit Trübstoffen. Okay. Und das wird jetzt gleich rausgefiltert, oder genau. Sieht das aus? Dazu haben wir hier unseren Käsefiltrator. Mhm. Ja, und zwar, genau. Und zwar sind hier mehrere Siedelemente eingebracht. Mhm. Und der Wein wird durch die Siedelemente gepumpt, die ist mit Käsefiltrator beschichtet. Und genau, durch die Siedplatte wird der Wein gefiltert und kommt zum Schluss komplett klar aus dem Filter wieder raus. Ja, alles klar. Schön. Ich stehe mal kurz zur Seite. Darf ich kurz einhaken? Käseruhr. Ja, so ein bisschen schwieriges Wort vielleicht. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das? Das ist was Natürliches, oder? Genau. Käseruhr ist ein natürlicher Stoff. Wird aus fossilen Algen hergestellt. Die werden ganz, ganz fein gemahlen in Pulver. Und das wird hier durchgehend für den Wein durchgeführt. So sieht er dann aus, wenn er filtriert ist. Glasklar. Und ich würde sagen, unterschiedliche Tag und Nacht, oder? Können sich unsere Konsumenten auch ein brillantes Glas Whisky freuen dann in den nächsten Wochen, oder? Natürlich. Wetter noch mitspielen. Prost. Tschüss. So, ja, wir hoffen, wir konnten etwas Klarheit ins Trübe bringen. Hier haben wir nochmal den gefilterten Just Riesling, wirklich Bombenfrucht, schöner Wein, könnt ihr euch drauf freuen und wir uns auch. Und das nächste Mal zeigen wir euch dann, welche Arbeiten anstehen in unserer Monopollage in Hermannsberg, der direkt hier vorm Haus liegt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, stay tuned.